ich bin Pia, die Praktikantin. Oh, freut mich. So kann man nicht hier anfangen bei uns. Erstmal müssen Sie umziehen. Herr Kavitsch, ich bin umgezogen. So, super. Jetzt kriegst du noch eine Handschuhe von mir. Ja. Und jetzt geht's los. Okay, also fangen wir mit Bremsen an. Ja, okay. Okay. Kommst du mit? Wir holen uns erstmal Werkzeug. So. So, und hier in der Schatzkiste ist eine Bremse drin. Ja. Ah, super. Und jetzt? Jetzt nehmen wir Kran. Und hoch. Und so weiter. Wir wollten keine Weihnacht hier verbringen, oder? Hoch machen, ne? Oder? Jetzt dick absetzen. Was absetzen? Den Knopf haben Sie mir noch gar nicht gezeigt. Habe ich? Herr Kavitsch. So. Jetzt wieder hoch? Jetzt wieder hoch. Was wiegt das jetzt und was ist das jetzt genau? Das ist eine Bremse, die wiegt ungefähr, schätze ich jetzt so, 120 Kilo. Das ist ja ganz schön schwer. Na? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, acht an meine Finger, ne? Ja, das habe ich ja schon mal geschafft dann, ne? Erste Aufgabe solide erfüllt. Jetzt machen wir einen Lichtcheck. Einen Lichtcheck, das ist der richtige. So. Trotz dieser Gumminoppen rutscht es. Ach, deswegen der Lappen. So, jetzt ist es. Oh, verletzt. So. Ich habe den Lappen eingeklemmt, der Karic. Ja, kriegen wir was. So. Und jetzt ist es wieder, wieder nicht drin, ne? Jetzt musst du auf diese Bremse 207 Bar Druck aufbauen. Keine Angst, das ist nicht so viel. 207? Was hat denn so ein normaler Autoreifen? Um die 2,5 Bar. Und Fahrradreifen? Ein Bar, 1,5 Bar. Oh, holla die Waldfee. So. Und muss ich jetzt gleich ein bisschen vorsichtiger werden, ne? Sonst platzt uns die ganze Geschichte weg. Ach, dann lass ich stehen. Okay. War voll ausgerüstet. Ist ein bisschen Go-Go-Gadget. Ja. Jetzt bremse ich. Ja. Puck. So, jetzt kann man versuchen und da passiert nichts. Ja, soll ich auch noch mal lieber versuchen? Versuch's. Nee, da passiert nichts. Also erstmal Frühstückspause erstmal hier. Körperlich arbeitet, muss auch gestärkt sein. So, zu jeder Arbeit muss man auch ein Papier ausfüllen. Klick mal lieber hier an. Langsam. Ja, vorbei. Ja, ich kann noch was Bier abgemessen, also verstanden. Hier. Ja. Ja, klick ein. Papierkram muss auch sein, ne? Das sind nicht alles hier Muckis, nur ein bisschen Papier. Wie oft bremst denn so eine Bremse? Circa 800 Landungen. 800 Landungen? So, Bia, jetzt nimmst du diese Haken und holst du diese O-Ring hier raus. Das ist ja wie beim Zahnarzt. Fast. O-Ringe? Ein. Einen O-Ring rausholen. Ja, das ist ja hier. Jo. Das ist ja krass. Das ist der. Jo. Da ist der. Das ist ja wie eine Operation. Oh. Hier reinschmeißen. So, nächster Schritt ist, du nimmst diese große Schlagschraube. Ja. Weil das wird ein bisschen lauter. Was machen wir denn als nächstes? Wir zerlegen jetzt den Hitback. Ne? Hitback? Ja. Hitback? Hitback. Was ist das denn? Hitzepaket. Ein Hitzepaket. So. Und wieso heißt der Hitzepaket? Weil Bremsen heiß werden beim Bremsen. Ja. Und was muss der die Hitze aufnehmen? Ne? Ja, das Paket nimmt die Hitze auf. Nimmt die Hitze auf, richtig. Weil die Energie, wenn der Flugzeug landet, hat die Bewegung Energie, also die kinetische Energie. Ja. Die geht nie verloren. Bewegung erzeugt Wärme. Richtig, die geht nicht verloren. Wir wandeln die Energie in die Hitze. Und der nimmt die Hitze, die Energie auf. Wiegen und Gift auch schreiben, ne? 11,4. Die aussehen wie Blumen, nicht wiegen und die. Richtig. Die runden die Wiegen weg. Den Kopf. Nee. Ah, der ist Schrott. Der ist Schrott. Der geht nach unten. Umgekehrt geht wieder zusammenbauen. Ach, das muss ich noch mal machen. Ja. Super. Jetzt
Jetzt hast du was fertig. So, wie war ich denn? Also, 1 plus? Reicht? 1 plus? Reicht. Reicht. So, ich hab eine 1 gut, plus. Der erste ja, ne? Mal ist sehr gut. Also, ich bin sehr zufrieden. Hast du gut geschlagen. Dankeschön. Bitte. Die Bremsen sind jetzt schon fertig. Auf die Bremsen kommen jetzt die Reifen. Und ich bin eigentlich schon ziemlich K.O. Das ist ganz schön anstrengend. Aber nächste Runde gestärkt. Geht los.